Großer Erwartungsdruck, großartige Leistung. Als Tabellenvierter mussten Marcel Nguyen und Co. gewinnen, um sich den Weg ins Finale um die deutsche Meisterschaft noch offen zu halten. Nguyen überzeugte am Boden und konnte sich auch auf seine Kollegen verlassen. Am Porsche-Pferd feierte Sebastian Krimmer ein tolles Comeback. Kurz vor der WM, vor 8 Wochen, hatte er sich die Bizepssehne abgerissen. Jetzt war er nach 6 Wochen totaler Turnpause zum ersten Mal wieder dabei. Erfolgreich. Die meisten Zähler für den MTV sammelte wieder Marcel Nguyen. Der 26-Jährige will nach seinen internationalen Erfolgen bei Europameisterschaften und Olympischen Spielen jetzt auch den nationalen Titel, ebenso wie Trainer Valerie Belenki. Die Form von Nguyen steigt an, bei hohem Risiko waren nur kleine Fehler zu bemängeln. Der Nachwuchs freute sich über den Erfolg gegen Saar und darf optimistisch auf die kommenden Bundesliga-Wettkämpfe blicken. Die nächsten Gegner: Straubenhardt und Cottbus.